Warst du schon mal in einem Jugendzentrum? Wenn nein, dann siehst du jetzt Einrichtungsporträts aus einigen Wiener Jugendzentren. Ich bin gerne hier, um Tischtennis zu spielen und die Leute hier sehen und mit ihnen viel Spaß zu haben. Ich bin hier, um Freunde zu treffen, um mit denen Billard, Tischtennis und FIFA zu spielen. Weil es mir gefällt, PlayStation zu spielen. Am liebsten mag ich es hier FIFA zu spielen, Tischtennis und euch zu sehen. Also ich komme gerne zum Jugendzentrum, daher ich vieles unternehmen kann mit meinen Freunden, zum Beispiel wie im Tonstudio singen oder im Disco-Raum tanzen oder einfach nur sitzen und reden, Spiele spielen. Abgesehen davon bekommt man hier sehr viel Hilfe von den Betreuern, wenn es um Bewerbungen geht oder Probleme in der Schule. Also man ist hier nie gelangweilt und man fühlt sich hier sehr wohl. Weil die Betreuer sehr nett sind. Also ich mag es ganz gerne im Jugendzentrum, weil man kann sich gerne mit seinen eigenen Hobbys beschäftigen, zum Beispiel tanzen, singen oder einfach mit den Mitarbeitern sich zu unterhalten, einfach so spontan. Und man kann eigentlich sehr viel Spaß hier haben mit den Freunden, zum Beispiel chillen, reden, man hat gratis Internet. Ja, man kann sich eigentlich selbst auch beschäftigen, hier zum Beispiel nach der Schule Ausbildungen machen und ja. Ich bin gerne hier wegen der Disco. Tonstudio. Also, ja, ich liebe das Jugi wegen Disco. Man kann hier richtig viel Spaß haben. Man kann sich hier locker mit Freunden treffen. Die Jugi-Betreuer sind hier richtig oft chillig. Also, man kann hier richtig viel Spaß haben und es ist einfach richtig geil hier. Servus Leute, ich komme hier zu Base, weil es viel Spaß macht. Ich bin gerne hier im Bild, weil ich hier gerne immer Billard spiele. Man kann hier sehr viel Freizeit verbringen und man hat sehr viel Spaß mit den anderen. Ich komme hier zum Base, weil es sehr unterhaltsam ist und man hier viele Leute kennenlernen kann. Ich finde das Jugendzentrum sehr schön, weil ich kann immer nach der Schule hier mich entspannen. Ich finde das Jugendzentrum sehr schön, weil man in Jutz Freunde treffen kann. Weil es hier viele Spiele gibt. Weil es viele Betreuer gibt. Weil ich viele Freunde hier finde. Weil es Spaß macht. Spaß. Freunde. Ich finde das Jugendzentrum sehr schön, weil es hier viele liebe und liebe Also man ist hier aufgewachsen. Wenn man gerade einen schlechten Tag hat oder einfach mal die Betreuer sehen will, kann man hierher kommen. Es gibt viele Sachen, Spiele. Thank you.
Ich gehe gerne ins Jugendzentrum, weil ich mich fühle hier wie zu Hause, um Blödsinn zu machen. Und wegen dem Betreuer, alle sind offener. Wenn ich gerne ins Jugendzentrum komme, weil ihr gerne viele Leute sind und die nette Betreuer gibt und weil sie halt immer für alles da sind und gerne spielen. Weil man FIFA zocken kann. Um Freundinnen zu treffen und wegen der Disco. Wir kommen gerne ins Jugi wegen den Betreuern. Wegen der Disco und weil da sehr viele Leute sind, mit denen man sich versteht. Es gibt hier gute Leute und so und alle sind nett hier und ja. Ich gehe ins Jugi, weil man draußen nichts zu tun hat. Und weil es auch Mädchentage gibt, weil es ist halt auch für die Mädchen sehr schlimm, wenn sie nicht mit den Jungs zusammen sein dürfen. Ich komme ins Jugendzentrum wegen den Betreuern. Um Spaß zu haben. In Jugi kann man alles Mögliche machen. Da gibt es Disco, Billard, alles. Und auch so, weil es hier gute Stimmungen gibt. Es werden auch immer öfter Sachen gemacht. Events und solche Sachen. Es wird nie langweilig.